Wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Ich habe heute für euch eine weitere Kamera im Test. Es ist die OBSpot Tiny 2 Lite. Die ist super aktuell und ist so gesehen eine abgespeckte Version von der OBSpot Tiny 2. Die hatte ich euch schon vorgestellt und von der war ich auch wirklich begeistert gewesen. Von den KI-Funktionen und auch von der Videoqualität. Beides wirklich total insane und dabei auch noch in ein geradezu winziges Gehäuse gepresst. Schaut euch das mal an. Das ist die gesamte Kamera. Die ist wirklich unfassbar klein. Dabei ist die Qualität aber wirklich unfassbar gut. Ich kann euch ja nochmal das Video von der Tiny 2 unten in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr euch die Funktion von der Kamera nochmal anschauen könnt. Dennoch werden wir uns die Unterschiede jetzt mal nochmal rausarbeiten. Die Tiny 2 Lite ist im Moment einfach noch nicht veröffentlicht. Ich werde euch natürlich einen Link unten in die Beschreibung packen, nur im Moment gibt es die Kamera noch nicht offiziell zu kaufen. Ich kann euch nur die Zahlen nennen, die ich jetzt erstmal so recherchiert habe. $179 soll die Lite kosten, im Gegensatz zu den 329 der Tiny 2. Und platziert sich damit so mittig preislich, denn es gibt auch noch die OBSpot Tiny 4K, die dann mit 239 € angegeben sind. Das sind jetzt erstmal alles direkt zu Preis von OBSpot. Wie gesagt, wenn ihr euch für die kleine schnucklige Kamera interessiert, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt mal zu den Unterschieden und gleichzeitig auch zu den technischen Daten. Die wiegt 91,4 Gramm, also ist unfassbar leicht. Dabei haben wir hier die Möglichkeit, ein Stativ anzubringen. Das heißt, wir können die kleine Kamera auf ein Stativ verwenden. Die Unterfläche ist gummiert, damit die Kamera nicht abhauen kann und wir können die Kamera anwinkeln. Nicht nur das, ich kann das Ding ja sogar komplett aufklappen. Das Wichtige ist, der Sensor ist praktisch der gleiche wie bei dem großen Bruder der Tiny 2. Jedenfalls habe ich hier keine großen Unterschiede herausarbeiten können. Wir haben bis zu 4K-Auflösung bei 30 FPS und das ist schon mal eine richtig nice Videoqualität. 1080p gibt es natürlich auch. Da haben wir sogar 60 FPS. Könnte man also dann hier, wenn man mit 1080p sich zufrieden gibt, was für TikTok, Instagram und YouTube Shorts absolut okay ist, könnte man auch schon mal die FPS halbieren und damit eine schöne Slow-Mo-Aufnahmen umsetzen. Der Aufnahmewinkel, der hat sich verändert. Da hatten wir nämlich 85,5 Grad im 4:3 Format bei der Tiny 2. Jetzt sind wir bei 79,4. Das macht sich so aber kaum bemerkbar. Wir bekommen also etwas weniger aufs Bild. Wir können 4-mal digital zoomen. Optischen Zoom haben wir natürlich nicht. Bei der Auflösung, muss ich sagen, ist das aber auch absolut okay. Wir haben PDAF Autofokus. Das steht für Phasenerkennungsautofokus. Da hatten wir vorher einen All-Pixel-Autofokus. Manuellen Fokus haben wir natürlich alternativ auch, falls man halt einfach den Fokus manuell einstellen möchte. Aber der Autofokus, der ist eigentlich ziemlich schnell und auch ziemlich zuverlässig. Wir haben HDR-Unterstützung. Die Tiny 2 hat PixGain HDR, ISO, Single Native ISO zu Dual Native ISO bei der Tiny 2. Und auch der USB-Standard ist ein anderer. Wir sind jetzt limitiert hier auf USB 2.0. Die Tiny 2, die kommt mit USB 3.0 daher. Die Mikrofone sind auch die gleichen. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Wir haben zwei Mikrofone auf der vorderen Seite. Das sind omnidirektionale Mikrofone mit Rauschunterdrückung. Auch mit automatischer Gain Control. Und auch was das KI-Auto-Tracking anbelangt, gibt es hier glücklicherweise auch keinen Unterschied. Also ihr merkt schon, dass so die Hauptaspekte die gleichen sind, was die Videoqualität halt anbelangt, was die Mikrofone anbelangt, also die Audioqualität und natürlich das KI-Tracking, was ich auch absolut abfeiere. Wir haben Auto-Tracking mittels eines 2-Achsen-Gimbals, welches dann hier einfach mal mit dabei ist. Wer das Video von der Tiny 2 schon gesehen hat, also das ist ja wirklich unfassbar gut, wie das hier funktioniert. Die KI, die kann halt euch registrieren und dann folgt die Kamera jeder eure Bewegungen und so könnt ihr euch praktisch einen Kameramann sparen und könnt dann eure Videos für Social Media zum Beispiel in einer echt vernünftigen Qualität aufnehmen. Gleichzeitig gibt es auch noch einen Auto-Zoom. Der Zoom ist natürlich dann digital, hatten wir ja vorhin schon gesagt, ein vierfach digitaler Zoom und das kann dann über Gesten und über Audio-Commands kann das gesteuert werden. Ihr könnt also der Kamera mitteilen, dass ihr jetzt eben reinzoomen soll und dann holt sie euch näher ran oder ihr zoomt halt wieder aus. Das kann man alles mit Gesten machen. Das funktioniert richtig zuverlässig und so könnt ihr eben sehr lebendige Videos erstellen. Also ihr seid einfach nicht nur starr vor der Kamera und erzählt, was ihr halt gerade zu erzählen habt, sondern ihr könnt euch im Raum bewegen, die Kamera die verfolgt euch und ihr könnt eben auch mal raus und reinzoomen, direkt noch im Videodreh und müsst das dann später nicht im Schnitt irgendwie noch mit reinbasteln. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und das könnt ihr vor allem auch live machen, wenn ihr dann halt gerne streamt. Dafür ist die Kamera letztendlich auch gedacht. Unterschiede gibt es dann allerdings dann hier auch nochmal bei den KI-Funktionen. Wir haben hier kein Hand-Tracking, wir haben auch kein Zonen-Tracking, was ja auch die Tiny 2 halt mitgebracht hat. Es gibt kein Desk-Mode und kein Whiteboard-Mode. Wir haben Gesture-Control 2.0, das haben die auch weiterentwickelt. Ne? Das hat dann natürlich die Tiny 2 auch schon gehabt, nur die Tiny 4K, die noch ein Stück älter ist, die hat da noch Gesture-Control 1.0. Nur die Sprach-Commands, die werden hier nicht unterstützt. Da sind wir also nicht ganz so flexibel, das heißt, mit Gesten, klar,
die Kamera erkennt halt bestimmte Handbewegungen, um zum Beispiel rein zu zoomen, um raus zu zoomen oder um die Kamera schlafen zu legen, während auch die Tiny 2 auch noch zusätzlich Sprachbefehle unterstützt hat. Das heißt, ich konnte die Leichenbefehle dann halt entweder über Gesten oder eben ich konnte der Kamera befehlen. Das geht jetzt auch nicht mehr, also keine Voice Control mehr. Sleep Mode 1.0, die Tiny 2, dann Sleep Mode 2.0 und jetzt bei der Light haben wir Sleep Mode 1.5. Hier wird eigentlich nicht genau erklärt, was es dann im Detail bedeutet. Das sind dann durchaus eher Kleinigkeiten, auf die man womöglich auch verzichten kann, ohne dass man halt hier bei der Videoqualität und bei der Audioqualität und bei der KI, also bei der Tracking-Qualität nächstes Mal, dass man da Abstriche hinnehmen muss. Also das Wichtigste bleibt auf jeden Fall hier auch bei der Tiny 2 Lite uns erhalten. Es ist dann eher, dass wir ein bisschen was an Flexibilität verlieren. Das muss dann halt jeder selbst entscheiden, was er dann eben braucht und worauf man dann halt verzichten kann. Auf jeden Fall gibt es die Lite dann hier noch eine ganze Ecke günstiger. Aber ihr habt es ja inzwischen auch an den Einspielern gesehen. Also die Qualität ist auf jeden Fall immer noch insane, die Videoqualität. Die Kamera wird nach wie vor über USB-C dann einfach am PC angebunden und dann müsst ihr euch dann noch eine entsprechende App runterladen. Also eine Software, über die ihr dann die Kamera steuern könnt. Ihr müsst natürlich nicht die Gesten verwenden, die sind einfach praktisch, um die Kamera zu steuern, wenn man sich halt nicht am PC befindet. Aber natürlich könnt ihr auch über die Software alles steuern. Ihr könnt auch das Bild noch einstellen, wenn ihr euch damit gut auskennt. Sowas eben wie Farbsättigung, die Helligkeit, die Kontraste etc. Das ist klar, das ist so alles Standard. Zur schnellen Steuerung der Kamera könnt ihr auch Tastenbelegungen festlegen. Reinzoomen, rauszoomen, aufs Maximale reinzoomen, Gimbal Reset und immer so weiter. Das könnt ihr euch auf Tasten belegen und so könnt ihr im Stream zum Beispiel recht schnell über Tastenkombinationen die Kamera bedienen. Und ein paar Grundfunktionen natürlich, wie die Kamera schlafen legen oder die Kamera aufwecken. Also gerade wenn ihr auf gewisse Privatsphäre halt Wert legt, wenn die Kamera, das ist ja auch im Moment der Fall, wenn die halt schlafen gelegt wird, dann dreht ihr den Sensor auch nach unten, so dass ihr halt auch nicht heimlich gefilmt werden könnt für all diejenigen, die etwas paranoid sind. Also auch wenn es sich hierbei halt um die OBSpot Tiny 2 Lite handelt, ist es am Ende immer noch eine ziemlich krasse Kamera. Vor allem halt ist die extrem klein, das heißt, man könnte es auch mal irgendwo mit hinnehmen. Die Videoqualität ist insane, Audioqualität auf jeden Fall fähig. Natürlich würde ich immer noch jedem empfehlen, sich halt für ein paar hundert Euro ein richtig vernünftiges Mikrofon zu kaufen, aber ging halt zur Not auch. Die KI-Tracking-Funktion, ihr habt es ja nun in den Einspielern gesehen, die ist auf jeden Fall richtig gut und so ist man mit der kleinen Kamera, obwohl sie so winzig ist, ist man ziemlich flexibel dabei. Nicht ganz so flexibel wie mit der Tiny 2, aber dafür ist die eben auch günstiger. Finde ich aber ein absolut sinnvolles Produkt, eben für all diejenigen, die bisher noch ein bisschen gezaudert haben, gibt es halt nun eine Version mehr. Die würde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich verlinke euch aber auch nochmal das Video von der Tiny 2 unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die im Speziellen auch nochmal anschauen, dass ihr da eine sinnvollere Entscheidung treffen könnt. Ich hoffe, euch hat das kleine Review gefallen zur OBSpot Tiny 2 Lite. Kamera, die gar nicht so light ist. Hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben, Freunde. Das wäre wie immer fantastisch. Schreibt was in die Kommentare. Wenn euch zu dem Thema hier nichts einfällt, dann schreibt zu den nicht enden wollenden hölzern erotischen Thema Schuhschränke. Einfach für den Algorithmus. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jeder Support zählt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.